Einfach machen. So, damit die anderen auch noch was davon haben. Schön locker lässig. Oberkörper drehen. Und kam bei dem Unglück in der Nähe von Los Angeles. Okay. Also ich glaube, jetzt haben wir alles eingestellt, wie es eingestellt sein muss. Jetzt kann es hochgehen. Okay, Achtung. Ihr geht ganz leicht in die Hocke. Linke Hand zum linken Fuß, rechte Hand zur Decke. Aufrichten und dann auf die andere Seite. Denkt dran, ihr wollt den Rumpf aufwärmen. Das heißt, ihr neigt euch schön auf die linke Seite, beziehungsweise dann eben auf die rechte Seite. Zieht die Wirbelsäule in die Länge. Richtig schön. Bis zum letzten Zentimeter reingehen, in die Position kurz halten. Und wir machen jede Seite noch einmal. Aufstehen. Achtung, jetzt machen wir das gleiche mit gestreckten Beinen. Rechte Hand über der Kopf, linke Hand tief. Wechsel auf die andere Seite. Kurz halten und dann geht er zurück. Atmen, Nase ein, Mund aus. Zum Training heute. Wir haben 4 Blöcke. Jeder Block hat 2 Übungen. Heißt, wir machen jede Übung 2-mal. Okay? Und erst wenn wir jede Übung von dem Block 2-mal haben, erst dann geht es zum nächsten Block. Wir machen jede Übung für 50 Sekunden mit 20 Sekunden Pause. Das ist verdammt wenig Pause. Und wir wechseln immer, das habt ihr euch schon gedacht, zwischen einer Slider-Übung und einer Übung auf der Matte in Rückenlage oder im Sitz. Und Häuschen. Daumen an die Schultern, Füße bleiben stehen und jetzt dreht sich nur wirklich der Oberkörper oberhalb vom Bauchnabel. Schön ganz bis zum Ende gehen. Nase einatmen, Mund ausatmen, bis zum letzten Zentimeter gehen. Und erst dann geht's zurück. Guck, dass die Füße gerade ausschauen. Knie unter Kontrolle, keine Rotation in der Knie, weil auch die Hüften sind stabil. 3, 2, 1 und Pause. So, für die ersten paar Übungen nehmt ihr euer leichtes Band, schlupft mit beide Füße rein und dann müsst ihr immer Spannung auf dem Band haben, sonst haut es euch natürlich ab. Wir starten immer mit einer Slider-Übung und gehen dann direkt auf die Matte. Ich zeige euch eure erste Übung jetzt. Und zwar, ihr habt unter jedem Fuß einen Slider. Das Band habt ihr an der Füße. Ihr habt Spannung auf dem Band. Ihr zieht jeweils das rechte Knie zum rechten Ellbogen, das linke Knie zum linken Ellbogen. Das Band voll unter Spannung bringe und dann langsam wieder zurück. Und dann geht es von vorne los. Okay? Langsam kontrolliert. Knie öffnen, das Band auseinanderziehen, Knie zu der Schulter, beziehungsweise zum Ellbogen und dann wieder zurück. Es geht los, 3, 2, 1 und ab. Schöner Stütz, immer Brust raus, Bauch rein. Und jedes Mal, wenn ihr die Knie dran zieht, zieht ihr Vollgas das Band auseinander. Das ist heute so ein bisschen die Schwierigkeit, dass man nicht nur uns auf den Bauch konzentrieren müssen, sondern dass wir da halt noch ein Band haben, was uns halt ständig daran hindern will, in die eigentliche Position reinzukommen. Das macht es schwieriger. Ergo, wir brauchen mehr Muskeln. Also effektiver. Noch 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Achtung, ihr lasst das Band, wo es ist. Rollt euch auf die Matte. Lang sitzt, okay? Heißt, Füße anziehen, dann haut euch das Band nicht ab. Beine gestreckt, Hände an die Ellbogen. Ihr zieht das rechte Knie zum linken Ellbogen, dreht den Oberkörper, strecken und andere Seite. Und ab geht's. Auf geht's. Atmen. Und ihr drückt da wirklich Ellbogen und Knie aneinander. Es ist nicht nur, euch berühr schnell und dann ciao Kakao. Nein, ihr drückt Ellbogen, Knie aneinander. Bringt richtig Spannung auf den Bauch. Und erst dann löst ihr wieder und streckt die Beine. Beziehungsweise kommt in die aufrechte Position zurück.
Atmen. Atmen und einfach machen. Auf geht's. Es sind noch 7 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1 und dann geht zurück auf die Slider. Gleiche Übung wie gerade eben. Knie zu der Ellbogen. Schön das Band unter Spannung bringen. Wenn die Knie nach vorne kommen, Bauchnabel fest anspannen. Je mehr ihr anspannt, desto besser ist es. Achtung, 3, 2, 1 und auf geht's. Und weg. Schön Bauchnabel rein, Bauch anspannen. Ihr geht mit der Knie zu der Ellbogen. Ihr habt Zeit. Es geht nicht auf Wiederholungsfahrt, sondern es geht wirklich um jeden Zentimeter. Füße auseinander, Spannung auf das Band. Und auf geht's. Oh, jawohl, und spürt ihr schon, ich spüre schon. Aber das ist das, was ihr wollt. Ihr kommt hierher und dann wollt ihr die Muskeln spüren. Dann wollt ihr danach richtig anstrengend sein und dann seid ihr auch mächtig stolz auf euch, dass ihr es gemacht habt. 3, 2, Knie ab, einmal rüberrollen. Achtung, aufrechter Sitz, Beine lang, Brust drauf. Hände an die Ellbogen, Hände an die Schulter, Hände an die Ohren, yay. Okay, linkes Knie, rechter Ellbogen, aufrichten und wechsel. Auf geht's. Je mehr ihr Ellbogen und Knie aneinander drückt, desto mehr Spannung bekommt ihr auf die Bauchmuskeln. Und es sind die diagonale Bauchmuskeln, die wir jetzt trainieren. Super wichtig für die Aufrichtung vom Körper. Super wichtig zum Schutz von der Wirbelsäule. Und sie sehen richtig schick aus, weil die formen die Taille, wenn sie richtig ausgeprägt sind. Deswegen dranbleiben, durchziehen, weitermachen. 10 Sekunden. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und jetzt haben wir 30 Sekunden extra Pause, atmen und dann zeige ich euch gleich die nächste. Dieses Mal gehen die Füße nicht zusammen nach vorne, sondern im Wechsel links, rechts. Und zwar zieht die linke Schulter, das linke Knie nach außen zum linken Ellbogen zurück und dementsprechend die andere Seite dann. Ich habe halt ein bisschen Schwierigkeiten, die Körperteile zu beschreiben. Merkt ihr das? Aber ihr wisst, was ich meine. Achtung, 20 Sekunden Pause noch. Und dann geht's los. So, Arme ausschütteln. Denkt dran, auch wieder langsam. Wenn ihr das Knie über die Seite nach vorne holt, dann spannt ihr die Seite an, auf der Seite, wo ihr das Knie nach vorne holt. Weil wir trainieren jetzt einseitig die seitlichen Bauchmuskeln. Und ab geht's. Und atmen. Und hey, denkt dran, im Stütz, Brust raus, Ellbogen leicht gebeugt. Ihr habt keine komplett durchgestreckte Ellbogen. Auf 20 Sekunden noch, durchbeißen. Und jetzt zieht Vollgas nach vorne. Ihr zieht das Knie über außen nach vorne, okay? Nicht direkt unterm Körper, sondern erst nach außen und dann nach vorne. Nach 5, 4, 3, 2, 1. Achtung, es geht ganz elegant auf die Matte. Ihr legt euch auf der Rücke, Beine gestreckt zur Decke. Hände an die Ohren, es treffen sich Knie und Ellbogen. Dann Beine wieder strecken. Ellbogen und Knie. Und wieder strecken. In 3, 2, 1 und ab. So, was ist der Clou bei der Übung? Es ist so, dass ihr die Beine nicht senkrecht zur Decke streckt, sondern je weiter ihr Richtung Boden geht, desto mehr Spannung geht es auf der Bauch. Aber ich würde euch raten, eure Beine so im
45 Grad Winkel zum Boden hochzustrecken, weil dann habt ihr schön Spannung auf dem Bauch und habt aber auch noch Kontrolle über euren unteren Rücken. Ganz, ganz wichtig. Schulterblätter weg vom Boden. Versucht den Oberkörper anzuheben. Und auf geht's. Und atmen. Auf geht's. Noch 10. Noch 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Achtung. Füße ab. Zurück auf die Slider. Guckt, dass euer Band noch an der richtigen Position sitzt. So circa Mittelfuß. So, Achtung. 10 Sekunden Pause noch. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und ab. Auf geht's. Schön Bauch anspannen. Denkt dran, die Seite, auf der das Knie nach vorne kommt, die trainiert ihr. Die zieht sich zusammen, die spannt ihr extra nochmal an. 30 Sekunden. Und dann, wenn die Beine gestreckt sind, immer schön in der Stütze zurück. Euer Körper wie ein Brett. Er bildet eine Linie vom Kopf bis zu der Ferse. Der Po hängt weder Richtung Boden, noch zieht er Richtung Decke. Schön eine Linie. 10 Sekunden noch. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Absetzen auf den Rücken. Bitte das Band richten. Wenn ihr die Beine nach oben streckt, habt ihr trotzdem Spannung auf dem Band. Ja, ihr müsst die Füße auseinandernehmen. 45 Grad vom Boden nach oben. Bauch anspannen. Hände an die Ohren und tschakka. Achtung. 3, 2, 1. Und ranziehen. Und weg. Auf geht's. Oh Gott. Es gibt so Übungen. Die schreibe ich auf und weil ich schon während des Letzten aufschreibe, die hasse ich eigentlich, okay? Aber wir müssen zusammen dadurch. Es hilft halt nichts. Weil es gibt halt Kraft und es gibt bessere Resultate, wenn man Sachen macht, die einem keinen Spaß machen. Nicht immer, aber halt manchmal. Heute ist uns die Musikflöte gegangen. Ist nicht schlimm. Kein Problem. Weiter geht's. Atmen und Pause. Achtung, 30 Sekunden extra Pause, dann gibt es die nächste Übung und wir machen das Band auf die Seite. Atmet. Okay, auf geht's. Okay. So, 5 Sekunden nach. Ihr geht auf die Slider zurück. Wir haben kein Band mehr an, weil jetzt bringen wir ein bisschen Tempo in die Geschichte. Und zwar geht es gerade nach vorne, aber so viele Wiederholungen wie möglich. Okay? 10 Sekunden Pause nach und dann geht's los. In 5, 4, 3, 2, 1 und ab. Und los geht's. Hopp, hopp. Atmen. Auf geht's. 30 Sekunden noch. Dranbleiben. Auf geht's. Okay. Auf geht's. Gleich gibt's 20 Sekunden noch. Oh. Und 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und poisen. Wir drehen uns auf die Seite und zwar drehen wir uns auf die rechte Seite. Ihr legt die Beine im 45-Grad-Winkel nach vorne.
Den rechten Arm auch nach vorne, Handfläche nach unten. Ihr habt die linke Hand am linken Ohr. Macht einen Press nach oben und dann kommen beide Beine hoch. Ein Bein ab und beide Beine hoch. Und ab geht's. Einfach mal ausprobieren. Okay, die rechte Hand hilft mit. Ihr macht es aber so gut aus dem Bauch, wie es geht. Auf geht's. Und wir haben 30 Sekunden. Atmet ruhig ein bisschen durch jetzt, weil die Übung davor, die ging auf Tempo. Das heißt immer, da geht es auch ein bisschen um die Ausdauer dann. Das bringt den Puls hoch, bringt euch auch ein bisschen aus der Konzentration. Deswegen macht ruhig langsam. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Und Achtung, zurück auf die Slider. Schneller, die Dinge heißen Runners. Also gerade die Knie nach vorne ziehen. Schnell im Wechsel. 10 Sekunden Pause noch und dann geht's los. In 5, 4, durchatmen. 3, 2, 1 und ab. Schön. Rücke gerade. Bauch rein. Brust raus. Schöne Position im Körper. Auf geht's. Ich sehe euch. Jawohl. Schön. Ihr bleibt dran. Ihr bleibt dran. 30 Sekunden noch. Schafft ihr lässig. Lässig locker mit einem Lächeln im Gesicht. 20 Sekunden. Und wir ziehen es durch jetzt. Auf. 15. Letzte 10 und letzte 10 hört keiner auf. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Päuschen. Wir drehen uns auf die linke Seite. Jetzt haben wir die andere Seite in der zweiten Übung. Auf die linke Seite. Beine 45 Grad nach vorne. Ihr denkt dran, rechte Hand ans rechte Ohr. Einpress nach oben. Und dann beide Beine hoch. Es geht los. Und ab. Hoch. Und beide Beine. Hoch. Und beide. So gut ihr könnt. Und wenn ihr die Knie anbeugen müsst zum Hochkommen. Egal. Dann beugt ihr die Knie an. Das interessiert gar keinen. Niemand. Weil eure Bauchmuskeln arbeiten trotzdem. Und ich sag's euch, irgendwann macht er die Übung ohne Probleme. Auf geht's. 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 30 Sekunden extra Pause. Wenn ihr wollt, trinkt was. So, wir gehen jetzt an den Rücken. Ihr habt aber noch kurz Pause. Keine Angst. Weil wir legen uns jetzt auf den Bauch. Und die kennt ihr schon. Ganz entspannt. Nur dieses Mal nehmen wir das Band dazu. Okay? Und wir haben es heute nicht umsonst dabei. Achtung, ihr habt das Band rechts und links von außen in der Hand. Die Füße bleiben auf dem Boden. Ihr hebt den Oberkörper, zieht die Ellbogen nach hinten, Schulterblätter an die Wirbelsäule, Arme strecken und dann geht es wieder von vorne los. Wichtig, ihr arbeitet über die Schulterblätter, ihr trainiert den oberen Rücken. In 3, 2, 1 und ab. Ich sehe dann noch ein paar stehen. Ab mit euch auf die Matte, ganz schnell. Auf geht's. Schön ranziehen, ausatmen, strecken, einatmen. Wichtig ist überhaupt in eine Richtung einatmen, in die andere Richtung ausatmen und dranbleibe 20 Sekunden noch. Zehn, neun, acht. 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1, Pause. Für die nächste. Stirn auf, die Hand rücken. Ellbogen nach außen, Oberkörper bleibt liegen. Beide Beine gestreckt nach oben. Und ihr paddelt abwechselnd mit den Füßen. Eigentlich mit den Beinen, wenn ich sage mit den Füßen, das hier ist nicht, sondern die Oberschenkel müssen weg vom Boden. Und ab geht's. Oberschenkel müssen weg vom Boden sein. Knie gestreckt. Spannung im Bein. Ja? Ihr spannt den Po an. Ihr spannt die Beine an. Ihr streckt die Fußspitze und hebt die Beine so hoch wie möglich an. Auf geht's. Jawohl. Ich sehe da ein paar Paddler. Auf geht's. Dranbleiben. Bauchnabel so ein bisschen nach innen ziehen. Ganz leicht. Habt ihr noch Spannung auf dem Bauch? Das ist immer ganz wichtig. Jawohl, 15 Sekunden noch. Auf geht's. Schafft ihr lässig. Locker, jawohl. Die Stirn bleibt auf dem Handrücken. Ihr guckt mich fett an. Wenn ihr es einmal gesehen habt, dann lasst ihr den Kopf unten. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und Pause. Erste Übung. Füße bleiben unten. Unten, ihr habt das Band in der Hand. Rechts und links. Oberkörper abheben. Ellbogen ran, Schulterblätter ranziehen. Und Arme wieder strecken. Oberkörper so hoch wie möglich. Bauchnabel schön einziehen. In 3, 2, 1 und ab. Schön Fußspitze bleibe auf dem Boden. Aber trotzdem, Oberschenkel anspanne. Die Knie berühren den Boden nicht. Die Beine sind ganz gestreckt. Ihr habt Spannung im Po, in der Oberschenkel, im oberen Rücken, im unteren Rücken. Es hat alles was zu tun. Kein Muskel ist entspannt. Okay, das Gesicht sollte entspannt bleiben, damit ihr noch gut Luft holen könnt. Aber der Rest arbeitet. 20 Sekunden noch. Auf geht's. Schafft ihr. Locker. Jawohl, genau. Schulterblatt ran. Es muss richtig brennen zwischen der Schulterblätter jetzt. Auf geht's. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Absetzen. Entspannen. Stirn auf die Hand rücken. Bauchnabel einziehen. Beine gestreckt abheben. Und ihr paddelt in 5, 4, 3, 2, 1. Und ab. Und auch hier ganz wichtig, atmen. Immer schön Nase ein, immer schön Mund aus. Die Zeit muss sein und die müsst ihr euch nehmen. So, 40 Sekunden noch, auf geht's. Ruhig die Beine nochmal anheben, ruhig ein bisschen schneller paddeln. Jawohl, genau, super. Bauchnabel nach innen ziehen und macht schöne, große Paddelbewegungen aus der Beine. Das darf ruhig richtig zu sehen sein, jawohl. Knie bleibe gestreckt, Oberschenkel weg vom Boden. Jawohl, gut verbessert. Jawohl. Hey, ich sehe da die Füße so hoch. Beine gestreckt. Super. Noch 10. Und es schafft ihr jetzt. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Päuschen. Okay, 30 Sekunden extra Pause. Das war Runde 4, aber jetzt gibt es noch eine Burnout-Runde. Und ihr habt euch schon gedacht, das ist das gleiche wie letzte Woche. Wir machen 3 Minuten Plank. Plank-Variationen, alles immer auf mein Kommando. Und ihr setzt die Knie erst dann ab, wenn ich es euch erlaube. Achtung, wir gehen auf die Unterarme. 5 Sekunden noch und dann geht's los. 3, 2, 1 und wir halten erstmal 30 Sekunden. Schöne Plank. Ellbogen unter der Schultern, Brust raus, Schulterblätter zusammen, Po anspannen, Bauch anspannen und halten. Wir sind hier noch für 15 Sekunden. Atmen. Konzentriert euch auf die Atmung. Nase ein, Mund aus. Noch 4, 3, 2, 1. Knie bleiben oben, ihr drückt euch auf die Hände. Und halten. Gleiche Position jetzt auf der Hände, Brust raus, Popo tief. Keiner lässt den Po zum Boden hängen, keiner streckt den Po zur Decke. Das ist nicht unsere Übung, sondern ihr habt den Körper wie ein Brett. Und dann passt es. Noch 10. Und ihr atmet. Und ihr zittert. Und es ist super so.
denn da wollen wir hin. Es geht auf den rechten Unterarm, beide Füße übereinander, linke Hand zur Decke und halten. Wenn ihr könnt, schaut da eure obere Hand an. Das bringt noch ein bisschen extra Schwung in die Übung. Und auf geht's. Wir haben noch 10 Sekunden in der Position. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Und ihr habt euch gedacht, es geht auf die andere Seite. Linker Unterarm, rechte Hand zur Decke. Ihr schaut die rechte Hand an. Drückt die Hüfte so hoch wie möglich nach oben und die Position halten. Wieder schön Schulterblätter an die Wirbelsäule. Schöne Position im Oberkörper. Bauch, Po anspannen. Die Spannung halten und drückt euch auf der Schulter nach oben. Auf geht's. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Rechte Hand tief. Achtung, Füße schön parallel. Ihr drückt euch auf die rechte Hand. Linke Hand nach oben. Beide Füße übereinander. Und halten. Und wer mitgerechnet hat, wir haben 30 Sekunden in jeder Position. Wir haben jetzt noch die Seite, dann die andere Seite. Und dann haben wir 3 Minuten schon rum. 10 Sekunden auf der Seite noch. 7, 6, 5, 4. Oh, und es wackelt und es ist super. Da muss alles arbeiten. Linke Hand tief, andere Seite. Rechte Hand zur Decke und halten. Letzte, 20. Drückt euch hier aus dem Arm aktiv nach oben. Auf geht's. Keiner hängt jetzt irgendwie passiv da unten. Nichts ist schon spannend. Alles ist unter Spannung. Bis in die Fingerspitze. Noch 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rechte Hand tief. Ihr geht mit der Knie auf der Boden, Po auf die Ferse, Arme nach vorne und entspannen. Jawohl, habt ihr euch verdient. Schön atmen. Wenn ihr könnt, legt ihr den Kopf auf den Boden ab und entspannt euch kurz. Während die Hände ganz langsam auf die linke Seite wandern und der Oberkörper geht mit, sodass ihr schön die rechte Rumpfseite unter Dehnung bekommt. Und dann auf der Seite halten. Und atmen. Hände wandern, ganz langsam auf die rechte Seite, Oberkörper geht mit. Und dann haltet ihr, und dann spürt ihr so richtig schön, wie die linke Seite sich öffnet. Speziell hier seitlich am Schulterblatt, seitlich am Bauch, seitlich am Rücken. Und das ist der Sinn der Übung. Dann langsam zur Mitte zurück. Achtung, ihr legt euch auf den Bauch, habt die Unterarme flach auf dem Boden, Handflächen flach auf dem Boden. Beim Einatmen hebt ihr den Oberkörper an. Beim Ausatmen lasst ihr den Oberkörper wieder absinken. Jeder in seinem Tempo. Und noch zweimal. Und letztes Mal, genießt die letzte Wiederholung. Dann setzt ihr die Hände auf, kommt in den Vierfüßler. Und dann habt ihr es geschafft für heute. So, heute war ein schwarzer Tag für meine Technik. Also es tut mir sehr leid, dass die Musik irgendwie aufgehört hat und irgendwie hat auch mein Timer nicht richtig funktioniert. Aber hey, das soll es geben. Ich bin immer froh, dass mir das Zoom da nicht irgendwann mal verschwindet am Bildschirm. Von dem her ist noch glimpflich aufgegangen. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend. Habt ihr super gemacht. Wir sehen uns morgen zum Oberkörpertraining. Bis dann. Ciao.